Meistens immer so, wenn Kammer angeht, muss man immer so diese Seriosität. Genau. Aber das ist ja nicht der SSV. Nein, das bin auch nicht ich. Der SSV kommt ja nicht, der kommt, um zu bleiben. Ja. Ja. Start, let's go. Der Abschluss kommt, der Ball ist im Tor. 1:0 für die Ulmer. Der SSV Ulm gewinnt nach 22 Jahren, 3 Monaten und 2 Tagen wieder ein Spiel im Profifußball. Der Sieg gegen Bielefeld am 3. Spieltag sollte nur der Anfang sein. Was ist los mit diesem Aufsteiger? Höhenflug, der Spatzen setzt sich fort. Lieber den Spatz in der Hand, ja, als was eigentlich, als den Ball im eigenen Tor zu haben. Die Ulmer Betondefensive wirkt eindrucksvoll. Nur 2 Gegentore in den vergangenen 5 Partien. Ich glaube, ein großes Plus ist auch, dass wirklich jeder in der Mannschaft mitverteidigt, wirklich vorne beim Stürmer angefangen, der sich da wirklich den Arsch aufreißt und alles gibt, und das macht dann so ein komplettes Team aus. Eine Mannschaft, die eingeschworen wirkt, auch weil viele der Spieler sich zu 100% mit dem Verein identifizieren können. Ich glaube schon, dass es ein großer Vorteil ist, weil das schon was Besonderes das ist, dass so viele Spieler von hier kommen, dass es ihre Heimat ist. Ich bin ja schon so Ur-Ulmer. Ich habe beim SSV angefangen in der Bambini. Das Trikot der Ulmer ist dem heute 32-jährigen Johannes Reichert sehr vertraut. Genauso wie Andreas Ludwig, Thomas Geier, Romario Rösch oder eben Dennis Schesser. Manchmal haben wir uns schon auch selber gefragt, boah, ist das jetzt wirklich so, wie es ist? Und hätte uns natürlich nicht jeder zugetraut. Endlich, möchte man in Ulm sagen, endlich wieder erfolgreiche Zeiten. Platz 2 nach dem 7. Spieltag. 3 Siege in Folge, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Das war nicht immer der Fall beim SSV. Die letzten 20 Jahre 3-mal insolvent. Wettskandal, sportlicher Erfolg ist ausgeblieben und halt alle Folgen, die damit zusammenhängen. Dass wir das nach dieser Zeit geschafft haben, ist ein Riesenschritt. Es war auch harte Arbeit. Der SSV Ulm ist angekommen. Angekommen im Profifußball. Wir sind da. Wir sind bei Magenta. Wir sind wieder bundesweit. Let's go. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.